Tag, mein Name ist Kim Sauer auf dem zweiten Innovationsforum in Böblingen. Ich begrüße heute bei mir Herrn Köhnen von der Firma MyData. Herr Köhnen, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Wir sind hier in Böblingen auf einem Innovationsforum, wo es um Wettbewerbsfähigkeit auf dem deutschen Markt geht. Aber ein großes Schlagwort, was präsentiert wird, ist dieses Thema Industrie 4.0. Können Sie das noch ein wenig definieren, wie Sie das sehen? Ich denke, Firma MyData hat immer eigentlich schon vorausgesetzt, man kann das Industrie 4.0 nennen, aber man kann das auch Factory Lights Out oder was dann auch, es sind mehrere Namen dafür, aber eigentlich kommt das darauf an, dass man sehr viel über Software eigentlich Sachen macht. Und ich muss sagen, die Firma MyData hat eigentlich Softwarelösungen schon lange Zeit eigentlich sehr schnell vorausgestellt, um nicht nur die Anlage umsonst sich anzuschauen, aber die Gesamtlösung. Und da kommt natürlich sehr viel Software dabei. Und ich denke, sicher mit das Produkt, das wir heute vorstellen, den Jetprinter, haben wir eine einzigartige Lösung, wo wir eigentlich eine SMT-Linie vollautomatisch eigentlich auf Software steuern können. Und das ist einzigartig in Industrie momentan, weil wenn es einen Schablonendruck gibt, gibt es immer Leute, die manuell eigentlich noch Sachen dort ändern müssen. Und dann kann man das nicht in die gesamte Linie eigentlich auf den Software steuern. Also es geht um natürlich Automatisierung und Vereinfachung von Prozessen, aber letztendlich, was ist so das Ziel, diese Integration, diese Kommunikation zwischen Maschinen? Was ist das Endziel? Das Endziel denke ich natürlich, dass es eine gute Lösung gibt für Endprodukt, also dass eigentlich die Maschinen zueinander reden. Dass wenn Fehler irgendwo in der Linie aufmerksam sein, dass die nächste Anlage vielleicht den Fehler schon lösen können. Darum denke ich, wenn man gesamte Linien hat, die miteinander spricht, dass man eigentlich eine sehr gute Endlösung hat, um qualitätvolle Produkte anzubieten, wo ich denke, dass wir nötig haben, um unseren Mitbewerb hier in Deutschland oder in Europa eigentlich zum Asien hinzustellen. Wie sieht das jetzt für den Mittelständler in Deutschland aus? Die Realität ist ja oft verschieden, dass man nicht nur eine Linie von einem Anbieter hat, das sind verschiedene Maschinen. Wie können die kommunizieren? Weil das Endziel ist ja auch, dass man ja linienübergreifend eine Lösung findet, um diese Fehlerbehebung oder die Produktionssteigerung zu erzielen. Wie ist die Realität in Ihren Augen? Die Realität ist so, dass am Moment nicht jedes Apparat miteinander redet. Aber ich denke, es gibt so auch einen Trend bei uns in der Industrie, um mehr Gesamtlösungen anzubieten, eine ganze komplette Linie, wo man eigentlich von Anfang bis Ende Lösungen anbietet, die dann doch miteinander reden. Und ich denke, was ich persönlich in Zukunft sehe, dass mehr und mehr Leute nach so einer Lösung gehen würden. Und das Innovationsforum bedeutet, oder Ihre Teilnahme am Innovationsforum bedeutet, oder sieht aus, als ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema auch für MyData, aber Sie wollen auch teilnehmen an der größeren Diskussion. Sie sind auch nachher noch auf der Bühne mit einem Vortrag. Ganz kurz, worum geht es da spezifisch? Der Vortrag ist spezifisch auf ein Produkt in der MyData Gamma. Das ist der Jetprinter. Ist ein einzigartiges Produkt im SMT-Bereich, wo eigentlich, wie gesagt, Softwarelösungen eigentlich im Griff kommen, um eigentlich Linien ganz automatisch eigentlich umzustellen. Umstellen ist eine von den Themen, den mehr und mehr wichtig wird. Wenn man sagt, okay, wir gehen zum kleineren Losgrößen oder wir gehen zum Losgröße 1, dann ist es nicht so, dann ist es sehr wichtig, den Linien am Laufen lassen. Und den Jetprinter hat mit den Softwareansteuerungen die Möglichkeit, eigentlich vollautomatisch bis Losgröße 1 zu ändern. Herr Köhnen, vielen Dank und ich bin mal gespannt auch auf Ihren gesamten Vortrag und freue mich, auch Sie nächstes Jahr wieder auf dem Innovationsforum 2015 wieder anzutreffen. Gerne gemacht. Dankeschön.